sogar überlegt, was das hier sein soll. Das hier ist ein Briefkasten. Captain Lucky hat sich einen Briefkasten gemacht. Hey ho zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part der Minecraft Paradise Reihe. Ja, dieses Mal wieder alleine. Das Problem ist aber, dass ich auch einfach irgendwie morgens immer schon auf dem Server bin und da leider immer noch keiner da ist. Ja, es gibt mal wieder ein paar Neuerungen. Ich habe hier endlich mal ein Schild angebracht, damit auch jeder weiß, was das ist, weil es gab schon wieder ein paar neue Spieler, die dazugekommen sind. Alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung zu jedem, der neu dazugekommen ist. Könnt ihr ja dann selber sehen, welche halt vorher schon dabei waren und welche jetzt quasi neu sind. Ja, das Häuschen von Elmo wird immer noch... Oh, es ruckelt ein klein wenig, entschuldigt. Das Häuschen von Elmo wird immer noch mit Hühnchen zugespammt. Und ich habe endlich mal einen kleinen zweiten Weg hier durchgebaut, weil ich es sowas von leid war, jedes Mal hier durch diese Bäume Slalom laufen zu müssen. Lucky hat zwar gemeint, dass dieser Weg total unnötig sei. Kann natürlich auch sein, ist mir aber egal in dem Moment. Weil YOLO und so. Ich glaube außerhalb der Folge, das hatte ich nicht in der Folge aufgenommen. Ich glaube in der letzten Folge hatte ich sogar überlegt, was das hier sein soll. Das hier ist ein Briefkasten. Captain Lucky hat sich einen Briefkasten gemacht. Ich kann euch das gleich auch mal demonstrieren, weil ich hatte ihm schon einen Brief geschrieben und habe darauf gestern dann eine Antwort bekommen. Wie ihr in Captain Luckys letzter Folge sehen könnt, die werde ich euch auch mal unten in die Videobeschreibung verlinken. Er hat eine Folge aufgenommen, in der er mir also meinen Brief vorgelesen hat und mir darauf geantwortet hat. Und hier ist jetzt der Brief von Captain Lucky, den ich dann auch mal direkt vorlesen kann. Ich hatte ihm also geschrieben, quasi sowas wie, um deinen Briefkasten auch mal einzuweihen, hier dein erster Brief, Halleluja, und dann, ja, was kann man denn sonst noch so schreiben? Dann habe ich halt drunter gesetzt, das ist eine Lüge. Ach, Facebook. Ja, entschuldigt, ich vergesse jedes Mal mein Facebook auszuschalten, es wird wahrscheinlich auch so ein Running Gag, genauso wie mein Timer. Hallo Jaricho, danke für deinen Brief. Und ja, du warst die Erste. Hoffe, dass bald alle einen Briefkasten haben und ich jedem einen Brief schreiben kann. Bis dahin, Captain Lucky. Ja, wie ihr das hier seht, Brief vom Captain. Ja, finde ich nice. Und ich werde ihm auf jeden Fall auch jetzt hier in der Folge antworten. Das ist gar keine Frage. Hey ho. Captain, wird das so geschrieben? Ich hoffe. Ich habe mich sehr über deine Antwort gefreut, wenn du mir zeigen magst, wie man einen Briefkasten bauen kann, werde ich das auf jeden Fall auch tun. Wie wär's mit einem Tutorial? Man sieht sich. Bis bald. Greets Yari. Nicht Kari, Yari. Oh, Entschuldigung. Ja. Signieren. Briefkasten. Fragezeichen. Wie? Ups. Wie denn? Geht nicht. Briefkasten. Tutorial. Passt auch nicht. Tutorial. Fragezeichen. So.
Hier kann man dann halt einen Titel für das Buch bzw. den Brief in diesem Falle eingeben und dann weiß derjenige direkt, was in diesem Brief steht. Und jetzt kann man hier endgültig signieren und wie ihr sehen könnt, ist das Buch jetzt, ja, leuchtet das Buch halt so wie ein verzauberter Gegenstand. Oh, es ist Nacht. Dann. Ich habe hier unten auch ein kleines bisschen ausgebaut, beziehungsweise ich hatte hier meinen Verzauberungstisch und hatte hier immer mein Bett stehen, was ich ziemlich ja, schäbig fand. Ich hatte halt keinen Bock, jedes Mal in meinem Verzauberungsraum zu schlafen und habe mir deswegen hier ein kleines Schlafzimmer eingerichtet, das jetzt nur mit einem provisorischen Vorhang abgeriegelt ist. Ich könnte da auch Banner hinhängen, fällt mir gerade ein. Ups. Das wäre natürlich auch eine coole Idee. Mal überlegen. Jetzt gehe ich erstmal schlafen. Es ist, glaube ich, momentan auch niemand anders auf dem Server außer mir. Doch, Nilo ist da. Okay. Ernsthaft? Wahrscheinlich in der Farmwelt. Okay, hatte ich gar nicht gesehen jetzt, dass jemand da ist. Nilo ist einer der Neuen, by the way. Und ich hatte gar nicht bemerkt, dass er hier ist. Offensichtlich hat er auch nicht bemerkt, dass ich erschienen bin. Macht ja nichts. So, jetzt geben wir. Ja, pfui. Jetzt geben wir Captain Lucky einmal den Brief. Dann seht ihr auch mal, wie der Briefkasten funktioniert. Wenn ich das jetzt nämlich hier reinschmeiße, flupp, verschwindet das Buch und landet bei ihm hier unten. Da unten ist eine Kiste. Da landet der Brief dann drin. Und dann erreicht ihn dieser Brief auch. Ja. Hier hat sich in der Regel. Also, in der Regel. So wie Captain Lucky immer generell sagt, sage ich immer in der Regel. Das ist irgendwie. Oh, hier steht ein Bett. Hoch. Wer ist da? Da unten ist Nilo. Okay. Ist wahrscheinlich nicht der gesprächigste. ja, wie gesagt, es hat sich so ein bisschen was getan. In meiner letzten Folge habt ihr gesehen, wie mein Bruder und ich das Bäumchen gebaut haben. Und hier an dem Hafen hat sich, soweit ich weiß, jetzt auch einiges getan. Wie Ton und Knochenmehl spenden gerne gesehen, ja. Geht nicht, habe ich nicht, gerade nicht dabei, so, sorry. So, wie ihr seht, der Marktplatz hat Form angenommen, so. Wir haben jetzt gestern, haben Captain Lucky und ich noch exzessiv Wolle gefarmt und haben hier noch jede Menge Banner an die Stände angebracht. Ich finde, das sieht richtig genial aus. Leider sind die Banner teilweise in einer helleren Farbe dargestellt als die Wolle. Was ich ein bisschen schade finde, aber kann man im Endeffekt nicht ändern. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Und wir suchen immer noch nach einer Währung. Also, wenn ihr unten in die Videobeschreibung schaut, da findet ihr einen Link zu einer Abstimmung. Wir haben jetzt ein paar Namen zusammengesucht für die Währung. Und ihr könnt jetzt einfach nur noch abstimmen, wie die Währung heißen soll. Ihr geht im Prinzip dann einfach unten auf diesen Abstimmen-Link, setzt euer Häkchen bei dem Währungsnamen, der euch am ehesten zusagt und das ist eigentlich alles, was ihr tun müsst. Also es dauert wirklich nicht lange. Es wäre schön, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmen könntet und ja, dann wird hier in Paradise bald eine eigene Währung existieren, mit der wir Handel treiben können. Ich bin schon sehr gespannt. Wie Captain Lucky sich das Ganze vorstellt. Ich habe absolut keine Ahnung, was. Oh, ja, das war falsch. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich hatte in Minecraft noch nie eine Währung, aber ich weiß, dass es so laufen soll, dass man hier, entweder hier oder da hinten in dem Häuschen, ich weiß es noch nicht so genau, da hinten entsteht auch ein Häuschen, dass man hier quasi dann sein Gold und Eisen in die Währung quasi umtauschen kann. So dass man dann halt auch einen Teil dieser Währung hat. Und diese kleinen Marktstände, da sollen halt bestimmte Leute einen dieser Marktstände bekommen. Und ja. Und können dann da ihre ausgewählten Sachen verkaufen. Ich fände es ganz cool, wenn ich einen bekommen würde, allein schon wegen meiner Tränke. Weil ich ja halt sehr viele dieser Tränke braue und die dann mit Sicherheit auch sehr gut verkaufen kann und ich habe Hunger. Ja. Ich glaube, das Haus von Hagmi hatte ich letztes Mal schon gezeigt. Link ebenfalls unten in der Videobeschreibung.
Mittlerweile nimmt der Server doch echt Gestalt an und das Ganze wird ein bisschen voller, sodass auch eigentlich jedes Mal, wenn man online kommt, jemand da ist. So, hier ist eine kleine Brücke entstanden, auf der der liebe Hakmi hier einen Hintereingang eingebaut hat. Was eigentlich, ich glaube, eher, also hier ist der Haupteingang, Hakmis Haus. Ja, wenn, ich glaube nicht, dass er was dagegen hat, wenn ich mal kurz reinspinse. Geht's in die zweite Etage. Er ist noch nicht ganz fertig. Ich werde jetzt aber nicht in die Kisten oder so reingucken. Ich finde hier, das ist sehr, sehr cool geworden. Sieht so nach Küche aus. Finde ich echt genial. Nicht schlecht, nicht schlecht. Am Anfang, das hat er schon geändert, habe ich gesehen. Am Anfang hatte er irgendwie getönte Scheiben, so rot getönte Scheiben. Was ich ein bisschen komisch fand. Aber das hier, ist jetzt ganz cool, ja. Und gehe ich mal wieder zum Hinterausgang raus hier, so, zack. Da vorne baut jetzt Nilo. Das wird sein Häuschen. Ich hoffe auf jeden Fall. Ich will mir einmal hier den Tütensack klauen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir demnächst auch ein bisschen näher zusammenbauen können. Das heißt also quasi, dass nicht alle so furchtbar verstreut sind und ich finde, die Stadt dehnt sich mittlerweile eher so in diese Richtung hier aus und das geht ja, im Prinzip baut sich die Stadt weg vom Hafen auf und das ist ja nicht das, was wir uns eigentlich gedacht haben, sondern eher, dass es jetzt um den Hafen herum gebaut wird. Aber das macht ja nichts. Im Endeffekt haben wir ja gesagt, jeder darf sich aussuchen, wo er baut und ich finde es schon nervig, dass ich jedes Mal so weit laufen muss, bis ich zum Hafen komme. Ich glaube, denen wird auch irgendwann auffallen, dass das relativ nervig sein kann. Wie ihr hier oben seht, habe ich mir einen Diamantbrustpanzer gebaut. Ich habe auch ein Diaschwert, ein verzaubertes, mit Schärfe 2. Und ich war Diamantenfarmen. Ich habe, als ich beim letzten Mal versucht habe, Diamanten zu finden, habe ich absolut, absolut nichts gefunden. Hab dann mit Hackme noch mal eine Weile unten gestrip-mined und habe aber immer noch absolut nichts gefunden. Der liebe Hackme hat mir dann 6 Diamanten geschenkt. Ich muss mal gucken, da muss ich mich auf jeden Fall noch für revanchieren. Ich würde jetzt ganz gerne bei Gelegenheit irgendwann mal diesen Brustpanzer verzaubern. Das Problem ist, ich würde ihn gerne so hoch wie möglich verzaubern und habe dafür aber leider nicht genug Level. Das heißt, ich werde in der nächsten Folge dann wahrscheinlich versuchen, ein paar Level zusammenzukriegen. Und ja, dann meinen Diamantbrustpanzer zu verzaubern. Ich habe auch wieder neue Sättel gefunden. Das heißt, ich habe jetzt 3 Stück. Ich habe auch 4 Namensschilder gefunden. Ich bin mal, also ich bin noch am Überlegen, was ich damit mache. Ich habe einige Bücher verzaubert für die Schmiede, falls die jetzt irgendwann dann tatsächlich auch mal ihren Dienst aufnehmen sollte. Und was ich eigentlich auch vorhatte, jetzt war ich wieder mega unproduktiv in dieser Folge. Ich habe endlich braune Schafe gefunden. Jede Menge sogar. Und habe jetzt braune Wolle en masse. Daran mangelt es mir auf jeden Fall nicht mehr. Ich habe jetzt keinen Eingang in dieses Gehege gemacht, weil, keine Ahnung, ich finde das mal blöd, dann ist immer die Gefahr zu groß, dass die abhauen. Bisher sind mir noch keine abgehauen. Ich muss sagen, ich hatte ein bisschen mehr Glück als Captain Lucky mit seinen Kühen, die irgendwie immer abgehauen sind. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt jede Menge braune Wolle. Habe hier mir auch schon meinen schönen Teppich verlegt. Hier eine Hundeecke gemacht. Ich glaube, die Hundeecke hatte ich aber beim letzten Mal schon gezeigt. Ist egal. Jedenfalls, hier, seht ihr. Ich habe, ja, wie gesagt, Captain Lucky auch gestern bei den Bannern geholfen. Dementsprechend, hier alles voll mit bunten Bannern, die ich leider zu viel gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, was ich damit anstellen soll. Ich könnte versuchen, mir jetzt hier unten meinen Vorhang zu machen. Das wäre doch eigentlich ganz nett. So, dann gehe ich einmal hier. So, zack, zack, zack. Okay, jetzt mache ich mal hier. Zack, zack. Ja, das Blöde ist, dass man das halt nicht. Oh, ups. Das Blöde ist, dass man die halt nicht irgendwie hier direkt so dranhängen kann. So dass hier quasi die 2 Blöcke runtergehen, das wäre viel cooler. Allerdings, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht.
Vielleicht, wenn ich nur eine Tür machen würde. Wartet mal, habe ich Birkenholz? Ich habe kein Birkenholz dabei. Wäre auch zu schön gewesen. Ich glaube, wenn ich hier nur eine Tür mache, dann sähe das ganz cool aus, weil dann könnte man nicht so direkt da reingucken und dann, ich versuche das mal. Versuche das auf jeden Fall mal. Und danach muss ich wahrscheinlich meine Folge auch schon wieder beenden. Ich bin, ja, mal schauen, vielleicht nehme ich auch noch eine zweite auf. Ich habe irgendwie gerade Bock. Ich bin gerade, ich habe damals, als ich mit Perfect World Eclipse, also dem neuen Update, angefangen habe aufzunehmen, habe ich drei Parts aufgenommen, habe aber nur zwei hochgeladen. Ich habe jetzt noch einen dritten Part, den bin ich gerade am Hochladen. Und wenn das, wenn der hochgeladen ist, dann werde ich auch auf jeden Fall den hier direkt uploaden, dass ihr auch direkt mitbekommt, was hier so Sache ist, ne? So, jetzt habe ich hier quasi, ich weiß nicht, ich finde, es sieht komisch aus. Also ich fand das mit den Lianen schöner. Dann konnte man zwar richtig so da reingucken, aber nee, das finde ich doof. Das finde ich doof. Das gefällt mir nicht. Also, ey, wieder weg damit. Wieder die Fackel dahin platzieren und die Lianen wieder ransetzen. So, jetzt müssen die natürlich erst wieder wachsen. Aber was soll's? Ja. Wie gesagt, damit muss ich meine Folge auch schon wieder beenden, weil ich bestimmt schon wieder bei den 15 Minuten angekommen bin. Ja, ich bin gespannt, was Captain Lucky zu meinem Brief sagt. Ich bin auch sehr gespannt, ob ich dann irgendwann auch selber einen Briefkasten haben werde. Wer weiß, wer weiß. Ich werde den auf jeden Fall nicht außerhalb der Aufnahme bauen. Also wenn ich einen... Entschuldigung. Wenn ich einen Briefkasten bauen werde, dann auf jeden Fall in einer Aufnahme. Und ja. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig zugesagt, auch wenn ich, wie gesagt, wieder total unproduktiv war. Ihr habt ein paar Infos. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Da sind wichtige Links drin, wie immer. Schaut immer mal rein. Da sind auch immer wieder neue Infos drin. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao.